Löse die folgende Ungleichung in der Menge R. 5 plus 2x geteilt durch 4x plus 1 kleiner gleich 0. Wir werden zu diesem Bruch eine Zeichentabelle erstellen. Die zwei Nullstellen sind im Zähler minus 5 halbe und im Nenner minus 1 Viertel. Daher also diese Zeichentabelle mit diesen besonderen Werten. 5 plus 2x wird 0 bei minus 5 halbe, also schreiben wir da 0. Rechts von der 0 setzt man das Vorzeichen der Vorzahl von x, also plus, und links von der 0 entgegengesetzt, also minus. 4x plus 1 ist 0 bei minus 1 Viertel. Rechts von der 0 setzen wir das Vorzeichen der Vorzahl von x und links von der 0 das entgegengesetzte Vorzeichen. Für diesen Bruch gilt also negativ geteilt durch negativ, das ist positiv. 0 geteilt durch negativ macht 0. Positiv auf negativ macht negativ. Positiv geteilt durch 0 gibt's nicht. Und positiv geteilt durch positiv macht positiv. Hier wird gefragt, wann ist dieser Bruch kleiner gleich 0? Das ist in diesem Bereich. Also muss x sich in diesem Bereich befinden, das heißt von minus 5 halbe eingeschlossen bis minus 1 Viertel, aber ausgeschlossen.